Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge 7 Days to Die. In dieser Nacht habe ich da hinten wieder was freigeschaufelt. Ich habe hier ein bisschen den Hügel weggeschaufelt. Ich hatte ziemlich viel Besuch von Screamern in der Nacht, deswegen habe ich hier alles ausgeschaltet. Das können wir jetzt wieder weiterlaufen lassen. So, Zement, das und das und das. Betonmischung, zack, zack. Und Kies braucht man Sand und das, okay. Alles Klärchen. Gut. Ich habe hier ein bisschen was gebaut, ja. Und zwar habe ich für jede Schmiede einen Blasebalken gebaut, die wir haben. Dann soll es Entschuldigung, soll es einschmelzen besser gehen. Mal das, ja. Lege ich kurz hier hin. Für die Schmiede was mal raufholen. So. Die Chemiestation, haben wir gesagt, machen wir hier hinten. Yeah. Yes. Und hier können wir jetzt Benzin machen aus Ölschiefer. So, so gut. So, das läuft, das läuft. Das haben wir. Hier die wollen wir kurz das Zeug hier rausnehmen. Das gehen wir hier rein. Verändern. Dann, zack, zack, abschließen. Und haben jetzt auch eine Dreier-Machete. Die was, boah, fast um 10 mehr Schaden macht, ne? Sehr schön. So, hier habe ich ein bisschen was abgegraben, wie man sieht. Die Zweier-Machete, die Einser-Machete kommt gleich mal hier hin. Und dann brauche ich hier die Wrench. Ja. Unten müssen wir auch wieder einschalten, dass das ganze Zeug rauskommt. Ich kann hier den Schmelztiegel nicht rausnehmen. Ich weiß aber nicht, wieso. Den wollte ich eigentlich oben schon reinmachen, um weiter halt, ne? So, wir fahren heute zur großen Pass and Gas Station. Heute Abend ist Blutmond, für euch in der nächsten Folge dann natürlich. Und ich dachte mir, da wir so oder so jetzt hier mal Autos machen müssen, um am Benzin ranzukommen, machen wir das heute. Und zwar indem, dass wir einfach jetzt mal hier am Weg dorthin alle Autos mitnehmen, was wir so sehen. Und dann eben auch bei der Pass and Gas Station, bei der großen, da einmal durchlooten. Ja, das ist meine Idee gewesen. Die haben wir eh schon alle ausgeräumt hier. So. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es heute Abend im Blutmo beim Blutmond wird. Was auf uns zukommt. Ob mein System so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Genau. Ich habe mir auch schon angeschaut wegen den Electrofences, wie man die baut. Da braucht man eben noch ein bisschen mehr Elektronik, ja. Das heißt, wir könnten eigentlich da schnell reingehen und ein bisschen elektrische Geräte abbauen. Braucht man nämlich ein bisschen was. Hier der zum Beispiel. Der ist voll hungrig, ne? Kriegt er da nichts Elektrisches raus? Nee. Hier ist so ein Leuchtschild. Kommt nur Glas raus. Uäh.
So. Müsste eh alles leer sein. Hier, das könnte elektrisch was geben. Die. I don't know. Nee. Die Straßenlaternen oben geben ja Stahl, geschmiedeten Stahl, soweit ich das weiß. Ich denke, das ist immer noch so. Kommt zumindest ein bisschen Mechanik raus. Aus den Autos. Habe ich echt schon alles gelootet, ne? Brav. Brav, Marito. Benzin kriegen wir. Viel. Meine Kinder schlafen. Ja, meine Kinder sind heute... Ich bin immer noch eigentlich in derselben Aufnahmesession. Meine Kinder sind heute heimgekommen von der Mama. Und jetzt haben wir noch am Abend uns eine Pizza selbst gemacht. Pizzateig geht ja schnell. Den habe ich auch schon. Quick Cup. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war. Oh, nö. Schaut nicht danach aus. Vehikel. Vier Bücher noch. Vier Bücher noch zum Motorrad. So, komm. Da waren wir noch gar nicht, ne? So. Den noch und dann fahren wir weiter zu Pass and Gas. Müssen sowieso aufräumen hier in unserer City, ne? Drüben sind keine Autos mehr. Die habe ich schon alle abgebaut. Schauen wir weiter. Den habe ich auch noch nicht gelootet. Oh, 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 da bin ich aber schon oft vorbeikommen. Wiegel! 42. Uhuhu. Ich glaube, bei 50 gibt es eben das Motorrad, bei 75 dann den 4x4 und bei 100 müsste es dann den Heli geben. Den Heli bin ich allerdings nicht so scharf, ne? Mit dem kann ich nicht umgehen. So, sorry für den Cut, musste kurz zu meinen Jungs. Die lassen sich gerade wieder... Uah. Mal gegenseitig nicht schlafen. Dankeschön. Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee, habe ich falsch gesehen. Okay. Wo ist sie denn? Hallo, Vicky. So. Schauen wir da kurz durch. Stein nehmen wir natürlich mit. Der schaut auch hässlich aus hier in meiner Stadt. Ich bin der Bürgermeister übrigens. Ja. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Ich bin auch der einzige Überlebende in dieser Stadt. So. Muffig alter Rucksack. Stoff brauchen wir eh, by the way. By the way, Stoff brauchen wir eh. Da. Ist halt viel, was wir nicht brauchen dabei.
So, ich hoffe jetzt, dass die Jungs jetzt sich gegenseitig in Ruhe lassen und schlafen. Sonst kann es sein, dass ich dann noch mal schnell rübergehen muss und dann die Switch verstecke morgen. Und sie glauben mir das immer nie, ne? Dass ich das wirklich machen würde. Komm. Jim's Gun Fortress. Da waren wir, glaube ich, schon drin, oder? Das war... Ist mit dem Laden hier. Mit dem Bier. Ein Schnapsladen zusammengehängt. Gehangen. Es gibt so einen Automat. Ja, da gibt Stahl auch. Nice. Und Eisen. Das zahlt sich richtig aus. Okay. Den lasse ich. Den lasse ich in Ruhe. Schau noch kurz. Der? Okay. Ah, okay. Die, was defekt sind, die können wir abbauen und die anderen stromen uns. Verstehe. Gut zu wissen. Fizz-Cola. Boah, ich hätte jetzt gerne Cola. Ich hätte jetzt echt gerne Cola. Aber cool. Das heißt, wir müssen da viel mehr Automaten abbauen. Wir müssen so oder so, sollten wir mal in allen POIs, wo wir schon drin waren, nochmal reingehen und so Zeug rausholen eben, ne? So, hier der Monitor. Okay. Was gibt da? Geben die Klimaanlagen? Geben auch elektrische Teile. Das heißt, da muss ich viel, viel mehr abbauen, ne? Da haben wir noch eine. Und so ein Solarpanel. Braucht mehr Ausdauer. Eindeutig. Oder irgendwas. Wobei, ich glaube, wir können es killen. Relativ viel sogar. Tue ich mir da weh? Da tut mir sicher weh, wenn ich da runterfliege. Na komm, gehen wir einen Weg zurück. Kann ich die Kassen? Kann ich die auch abbauen? Kann ich auch? Kein Duke mehr drin versteckt. Gut. Fahren wir zur Tankstelle, ne? Früher konntest du ja die immer looten. Kommt jetzt überall Stahl und Eisen raus, ne? Sammler geschmiedeten Stahl ist abgeschlossen. Okay. Ich glaube, wenn ich die ganzen Herausforderungen jetzt mal einlöse, die was wir schon gemacht haben, ist sicher auch wieder ein Level. Das sind jetzt schon einige. Schaut so aus im... Ziemlich voll schon, ne? Ein paar Motoren. Aber wir verlieren noch nichts. Gehen wir jetzt mal... Hier die Motoren können wir da schon reingehen. Der Deck ist voll, das Deck nicht.
Rest. Rest deckt eigentlich. Hier in diesem... Hier waren wir noch nicht. In diesem... Na, wie sagt man da? In dieser Ruine. Und schau mal, das gibt auch wieder gut Eisen. Wir haben schon wieder 1500 Eisen. So. Dieser Schutt hier gibt ja irgendwie gut Stein. Nehmen wir auf jeden Fall. Schaut euch das an. Zweimal draufkaut und Ruhe ist. Gibt gut Stein. Hier könnte noch was lauern. Da waren wir, wie gesagt, noch nie. Tasche. Tasche, 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 Tasche. Jemand hier? Jo, Hühnchen, gell? So, kann ich den da jetzt abbauen, ohne dass mir was passiert, ja. Das ist gerade größer, als ich glaubt habe. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass da noch nach unten geht, ne? So, wo ist der Gasknopf? Da ist er. Ja, nice. Ah, die Saatkartoffel behalte ich mir in dem Fall jetzt mal. Und da habe ich nicht so viel. Ich nehme das aber noch mit, ne? Und Stoff. Weil wir haben festgestellt, wir haben nicht mehr so viel Stoff. Cool. Cool, 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 cool. So, Benzin können wir eigentlich gleich mal rüber tun. Das und das gehen wir rüber. Passt. Schauen wir uns die Wagen hier noch an. Ich glaube, wir kommen eh nicht mehr bis zur Passing Gas Station, ne? Vehikel. Zwei noch. Hey, die Autos looten lohnt sich voll, ne? Wenn wir jetzt noch zwei Bücher finden, können wir das Motorrad freischalten. Sammle Autoteile ist abgeschlossen, okay. Wie ausschauen tut es da in der Stadt? Na, Wahnsinn. Der Vorteil ist auch, wenn wir jetzt unterwegs sind, dann können die Schmieden zu Hause arbeiten, ohne dass irgendwie eine Screamerin oder so kommt. Soweit ich das verstanden habe, dürfte dann nichts passieren. Die zwei Garagen will ich auch noch schnell reinschauen.
Sehr gut. Die hat da jetzt so friedlich geschlafen, hat jetzt nicht mehr mitbekommen, dass ich da bin. Die hat das gar nicht mitbekommen. So, da haben wir noch Fässer. Aha, Hundehütte. Passt. Der Parkplatz ist sauber, ne? Da steht noch was. Können wir noch reinschauen. Knochen habe ich wirklich mehr als genug. Was habe ich auch mehr als genug? So. Haben wir dich schon durchsucht? Nein. Wiring. Aber es war bis jetzt fast in jedem Auto ein Buch drin, ne? Im Magazin. Wiring haben wir 50 von 100. ...133 elektrische Teile haben wir jetzt und 99 mechanische Parts. Sehr gut. Wegen dem habe ich eigentlich das Ganze angefangen, ne? Dass wir heute da hier unterwegs sind. So, die können rüber. Der steckt noch. Die Batterie kann rüber, das kann rüber. Hier kann man jetzt auch schön fahren. Weiß ich bis heute nicht, was da passiert ist. Ich bin ja im Blödsinn zusammengefahren, oder? Oder? Ups. KCC, you and me. Da sind wir richtig. So, da waren wir auch schon drinnen. Im Bohrbahnfields. Heute mal eine gemütliche Runde, ne? Gemütlich ein paar Autos looten. Da waren wir definitiv noch nicht drinnen. So. Sorry für den weiteren Cut. Ich war kurz bei meinen Kids. Toni musste gewechselt werden. Weil wisst ihr, Papa macht gute Nachtgeschichten, die kennen sie ja schon eigentlich alle, aber die wollen sie sich nicht anhören. So. Oh, nice. Stahl. Gaben die nicht auch immer Stahl? Oder Eisenbahn? Nö. Nö, nö. Schmodderhammer. Passt. Gut. 12.30 Uhr. Da ist hier schon die Tankstelle jetzt. Wo wir her wollten. Wir haben es doch noch geschafft, an unser Ziel zu gelangen. So. Da bauen wir jetzt weiter die Wagen ab. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ein Buch fehlt uns noch, oder? Geh mal davon aus, dass wir das hier finden werden. Den habe ich schon durchsucht, okay.
Boah, wenn wir jetzt noch das Motorrad gleich bekommen, dann uhuhu. Einfach nur uhuhu. Fände ich mega cool. Die kann man nicht mehr looten, ne? Die Zapfsäulen, das ging früher. Ey, was ist denn er so hungrig? Ich komme im Kochen gar nicht mehr nach. Das Coole ist, sollte man den POI doch noch mal irgendwie zufällig für eine Quest bekommen, können wir die ganzen Autos wieder looten. Schade. Jetzt müssen wir wieder was ins Motorrad legen. Das können wir wieder reinlegen. Haben wir auch wieder 50 beisammen. So, Federn, Benzin. Hier, das looten wir hier in der Regel nicht. Können wir wegschmeißen. So. Erst das aufsammeln. Das war jetzt, glaube ich, das Wasser, was ich gerade gesammelt habe, ne? Schade. Ich bin jetzt echt davon ausgegangen, dass wir hier unser Buch kriegen. Den konnte man jetzt looten. Was war bei dem jetzt anders? Schade. Der soll das, den riesen Anhänger ziehen. Okay. Soll so sein. The number one maker of meat-like products. Shemui Foods. Na komm. Die pfeifen uns mal rein. Schadet sicher nicht, mal wieder Vitamine zu nehmen. Furious Fists. Okay, das heißt, letzte Möglichkeit wäre der LKW hier. Vom Vorplatz. Reingehe ich jetzt nicht ins Gebäude, ne? Das können wir aber so gerne mal frei looten. Frage ist, ob da was drin ist hinten, ne? Jo, nehmen wir beides. Ist da hinten was drin? Kommt man da irgendwie hoch? Man kommt hier hoch. Ich will kurz mal schauen, ob da was drin ist.
glaube aber nicht. Ne, ist leer. Alles klar. So, dann nehmen wir das Zeug noch mit. Voll viel Eisen. Die bauen wir auf jeden Fall ab. So, die paar Autos machen wir jetzt noch und die Zapfsäulen, dann fahren wir nach Hause, dann räumen wir alles aus, bereiten uns vor für die Horde in der nächsten Folge. Hab ich eine Schlange gehört? Können wir wieder durchsuchen, schau her. Also geht das schon auch noch. So. Haben wir noch zwei Zapfsäulen? Sind schon wieder 30 Stahl, ne? Echt gut. Achso, da steht die Out of Order dran. Wenn das dran steht, geht's nicht. Verstehe. Habe ich die Dietriche eingesteckt? Nö. Sonst hätte man den ETM dort noch knacken können. Sind eh schon total ausgeschlachtet. Schaut euch das mal an. Da ist ja gar nichts mehr drin. So, den nehmen wir noch mit und dann fahren wir nach Hause, ne? Electrical Parts haben wir definitiv jetzt genug. Was? Länger überlebt und der. Was? Langer überleben, der ist abge. Oh! Hallo, Halbis. Jetzt ist eigentlich nur mehr Drittli. So. Tierfett braucht man nicht. Nee, ich lasse den jetzt. Ich habe schon wieder überlegt, ob ich den jetzt noch schnell abbauen soll. Aber lasst uns nach Hause fahren. Habt ihr vollkommen recht. Ups. Habt ihr vollkommen recht. Wir sollten jetzt nach Hause fahren, ne?
Das ist ein Traktor. Aber man muss sagen, die Straßen werden immer sauberer. Da ist auch noch ein LKW, habe ich den gelootet? Nee. Den habe ich auch noch nicht gelootet, schau her. Gibt sicher noch einiges, was ich übersehen habe. Hier in der Stadt. So schön schaut sie aus, unsere Hordefalle, ne? Wird immer besser. Wird immer besser. Und das gefällt mir jetzt auch gut, dass hier schon mal ein bisschen was weg ist. So. Schaut's hier aus. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt, ist alles Messing, ne? Da war, glaube ich, noch was drin für hier. Zack, zack, zack. Wenn man die einschmelzen, gibt es mehr Messing. Darum habe ich die nicht zerlegt jetzt. Zack, zack. Zack, 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 zack. Machen wir es so. Ich hatte doch gerade Stein und so, ne? Nicht? Wie schaut es denn hier aus? 30.000 Stein drin jetzt. Geil. Na, was ist da los? So. Egal, wir schauen mal rüber. Fahrzeuge. Damit einige Bleibatterien, die kann man übrigens auch einschmelzen, wenn man sie nicht mehr braucht. Stoff haben wir auch wieder. Sehr schön. Ach, das wollte ich nicht machen. Ups. Es kommt hier hin. So. Kann man beides verkaufen? Die nicht. Ups. Und dann hier unsere Teile. Sehr gut, oder? Sehr, sehr gut. Das gehört hier noch dazu. Das gehört hier rein. Das gehört hier rein. Wie schaut es jetzt da unten aus? Sie ist aus. Ah, jetzt kann ich auch den Schmelztiegel rausnehmen. Nehmen. Sehr gut. Sehr, sehr gut, ihr Lieben. Passt. Ich stelle mir dann gleich drüben auf. Da ist Motorrad. Wo ist sie denn? Hat sie was angelockt?
Nö. Da ist noch einer. Passt. Ey, wo kommen die jetzt alle her? Ist das quasi der Vorblutmond? Marlene, gib Ruhe. So. Hier die zwei Saatkartoffeln. Hätte ich eh einen Platz dafür. Und für den Kürbis. Ne, für den Kürbis habe ich keinen Platz. Komm, dann setzen wir dabei hier schnell her. So. Schaut es jetzt hier aus. Okay. Kommt das Zeug hier rein. Der Schmelztiegel kommt da rein. Da haben wir noch den Blei. Blasebalken. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dann, wenn der Blumenmond beginnt, oder? Bis dahin, ciao, baba, euer Marito.